Hallo Fight-Fans, herzlich willkommen bei Ground & Pound TV. Wir sind heute auf der Mixed Fight Night in Wels in Österreich zu Gast. Mit wir meine ich meinen Kollegen Daniel Leifeld und meine Wenigkeit Tobias Gerold. Uns hat wirklich gar nichts abgehalten, für euch nach Österreich zu reisen. Auch nicht das wirklich schlechte Wetter. Wir kommen an mit dem Flieger, alles wunderbar grün, fast Sonnenschein. Kaum im Hotel eingecheckt, kommt man raus, alles schneeweiß, aber egal. Hält uns nichts ab, für euch die Kämpfer der heutigen Veranstaltung vor die Kamera zu holen. Und es wird, ich glaube, ich kann nicht versprechen, nicht zu viel, ein richtig schwergewichtiger Abend werden, oder Dani? Das auf jeden Fall. Und die Zuschauer mit Sicherheit auch nicht kalt werden hier in der Halle. Gerald Turek, kommen wir direkt auf den Hauptkampf zu sprechen, wird sein Comeback feiern nach Verletzungspause. Er war richtig heiß bei der Niederlage WFC. Da musste Armbar hingehen gegen Concalves. Wollte dort in Österreich zeigen, dass er wieder in alter Form ist. Bänderriss, konnte nicht kämpfen und jetzt wird er heute sich auf einen relativ neuen Gegner gefasst machen müssen, auf Dragan Beric. 0-2 ist er, das scheint vermeintlich ein leichter Gegner zu sein, aber wir alle wissen, diese Kämpfer, also mit seiner Statistik hat er nichts zu verlieren. Der ganze Druck ist bei Gerald und da wird man wirklich gespannt sein. Die Ettel-Brüder haben ja auch zahlreiche Kämpfer vertreten, unter anderem René Wollinger. Er konnte seine Niederlage, die er gegen Ruben Wolf erlitten hat, da war ja ein bisschen Dramatik auch. Bei seinem Hinkampf hat er ja wirklich eine schwere Gehirnblutung gehabt. War dann wirklich ein emotionaler Kampf bei der Cage Fight Series 6. Dort hat er gewonnen, ist jetzt 4-1 unterwegs, wird heute auf Antal treffen. Ein sehr gefährlicher Gegner, hat erst einen Kampf, aber sein Debüt hat gerade mal 13 Sekunden gedauert. Da hat er seine Fäuste sprechen lassen und da kann man sich wirklich auf eine Schlacht im Stehen gefasst machen. Ja, wenn du von Gerald Turek sprichst, dann muss man natürlich von seinem Pendant Nandor Golmino sprechen. Der wird heute übrigens gleich zweimal hier auftreten. Zum einen, weil er geehrt wird als bester Kämpfer des Jahres und dann natürlich auch aktiv in seinem Kampf gegen Sasa Lasic. Hört sich einfach an, Kampfbilanz 12-18, aber immerhin 30 Kämpfe auf dem Buckel. Ist nicht so ohne, glaube, sollte man nicht unterschätzen. Aber ich glaube, ich verspreche nicht zu viel, wenn man sagen kann, oder man kann sagen, Nandor ist momentan wirklich in der Superform. 4 Kämpfe in Folge gewonnen, zuletzt die Schlacht gegen Sascha Weinpolder, 5 Runden, war wirklich nicht ohne. Ja. Ich rechne zwar persönlich mit einem Sieg von Nandor, aber wenn man daheim kämpft, man will es immer besonders perfekt machen, da muss man auch aufpassen, dass man nicht sich da irgendwie überlisten lässt, ne? Ganz klar. Dann hast du es auch angesprochen, die Ettel-Brüder heute stark vertreten, zum Beispiel mit Stefan Traunmüller. Er kämpft gegen Anthony Stevens, US-Amerikaner, von Team Armstrong in Bamberg stationiert, hat zwar eine Bilanz von 1-1, aber im Amateurbereich 20 Kämpfe gemacht. Davon 18-2, ist also auch nicht ohne. Ja. Bei Stefan Traunmüller 3-2 seine Bilanz, zuletzt auch den letzten Kampf gewonnen. Auch er, bin ich mir sicher, er will sich hier vor heimischem Publikum das Heft nicht aus der Hand nehmen lassen. Da kann man absolut sicher sein. Ich persönlich, ich freue mich auf einen richtig starken Abend mit hoffentlich spannenden, packenden Kämpfen. Und ich glaube, die Fans werden sich ebenso freuen, wenn wir wieder die besten Kämpfer für sie vor die Kamera holen. Das wollte ich gerade ansprechen. Wir werden wie gewohnt die Kämpfer nach dem Kampf vor die Linse holen, die Emotionen für euch einfangen. Und wir wollen uns natürlich auch bei unseren Sponsoren bedanken, ohne die das gar nicht möglich wäre. XDFC Fight Nutrition, Phantom MMA, Vantage Fighting und Fight Sales 24. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ansonsten, falls ihr irgendwas verpasst habt, unter Ground & Pound -tv.de werdet ihr alle Interviews nochmal finden. Vielen Dank. Bis später.